Ich bin etwas sprachlos, denn eine alte Bekannte ist plötzlich wieder aufgetaucht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, womit ich nicht gerechnet habe, dass wir dieses Video jemals machen werden. Denn vielleicht erinnert ihr euch an eure Shoppinggänge, als ihr 14, 15, 16 wart in der Innenstadt, in irgendeiner Shopping Mall, gab es zwei Läden: Kiko und Flohmar. Kiko, wissen wir, ist großartig. Kiko hat Läden. Kiko gibt es online auch bei Kiko. Aber von Flohmar habe ich seit meiner Pubertät nichts mehr gehört. Und plötzlich tauchte Flohmar bei Douglas auf und hat wirklich extrem spannende Produkte. Ich bin ein bisschen eskaliert. Ich habe ein paar Produkte gekauft. Nicht alles, aber Flohmar ist jetzt bei Douglas. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, da können wir mal gucken. Ich erinnere mich, oh, ganz sentimental, als ich 14, 15 war, wollte ich meinen ersten Lidschatten kaufen. Vielleicht war ich da auch schon 16, ich weiß es nicht mehr. Und ich bin in diesen Flohmarladen gegangen und habe mir einen Mono-Lidschatten in Weiß gekauft. Warum auch immer, ich glaube, ich habe ihn auch nie benutzt, aber ich hatte einen weißen Lidschatten. Und jetzt ist Flohmar bei Douglas. Die Sachen sind in meiner Erinnerung deutlich günstiger gewesen. Es ist aber immer noch günstig, ne? Also wir reden hier über 3 bis 12, 13 Euro, was im Drogeriesegment ist. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung, was mit Flohmar passiert ist. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass die Innenstädte generell zurückgegangen sind mit den Shopping-Einrichtungen und Flohmar dann da natürlich mit dabei war. Aber jetzt ist es wieder da. Und ich will ehrlich gesagt keine Zeit verlieren, sondern direkt in dieses Video hüpfen. Falls ihr Erfahrungen mit Flohmar gemacht habt, sei es mit den neuen Produkten oder vielleicht früher, würde ich mich riesig über einen Kommentar von euch freuen. Und falls ihr neu seid, abonniert gerne diesen Kanal. Ich lade hier mindestens dreimal die Woche hoch für euch. Alles rund ums Thema Make-up, Beauty, Pflege, Lifestyle und ab und zu auch im Vlog. Vielen Dank für die lieben Kommentare, auch aus dem zweiten Vlog. Ich verlinke ihn euch einmal hier oben. Wir hüpfen direkt rein. Packaging ist sehr, 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 sehr schlicht. Daran erinnerte ich mich auch, dass es alles so ein bisschen reduzierter war. Wir haben viele Produkte, die in Monoform kommen. Mono Blushes, Mono Lidschatten, verschiedene Dinge. Aber ich habe einen Primer gekauft und den testen wir. Falls euch das ein oder andere Produkt interessiert, ich verlinke euch alle Produkte, die ich gekauft habe, unten. Wie gesagt, gibt es bei Douglas. Wir haben hier die CC Cream mit Lichtschutzfaktor 20. Color Correcting Cream. Cover Up Blue Green Imperfections. Kommt in einer Quetschtube, fühlt sich aber nicht billig an. Ne? Es gibt ja diese Quetschtuben, die fühlen sich billig an. Die fühlt sich nicht so billig an. Sind 35 Milliliter drin. Ist eine ganz leichte rosa Färbung und ich arbeite mir das erstmal kurz in der Hand ein. Ja, ist eine weißliche Textur. Vielleicht platzt da gleich was auf. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen verändert sich die Farbe. Ein bisschen schwierig bei diesen Color Correcting Produkten ist, dass die meistens eher ein bisschen weißlich aussehen. Aber stellt euch vor, wenn es mit eurer Hautfarbe funktioniert, dass ihr das wie so eine, wenn ihr ein Bild malt. Die Leinwand, und die wird ja auch meistens erst beschichtet. Und mit so einem Color Correcting Primer kann man so ein bisschen korrigieren schon. Man sieht auch, glaube ich, einen Unterschied. Na klar, es weißelt ein Stück, aber es gleicht auch dadurch, dass es so eine leichte Deckkraft hat, ein bisschen was aus. Ich bin ein Freund von Color Correcting, also mein liebster Color Correcting Primer ist der von Neo Make-up. Der funktioniert sehr, sehr gut und der hat auch ein bisschen mehr Deckkraft. Aber ich glaube, man sieht es. Das ist eher etwas für eine recht helle Haut, würde ich sagen. Also ich bin die Grenze, was die Farbe angeht, weil ich natürlich jetzt, ich bin jetzt nicht dunkel, aber ich bin jetzt auch nicht super, super hell. Man sieht schon einen kleinen Unterschied, man kann ihn auch sicherlich ein bisschen aufbauen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Ziel des Produktes, ne? Also es soll ja eher ein bisschen natürlich aussehen und dafür sorgen, dass man weniger Produkt von einer Foundation beispielsweise braucht, wovon ich ein großer Fan bin. Also seitdem ich den Neo Make-up Color Correcting Primer habe, brauche ich weniger Foundation, weil ich schon mal eine schöne Grundlage habe. Er ist ein bisschen mattierend, also was heißt ein bisschen mattierend? Er gibt mir jetzt keinen Glow. Ich dachte wirklich, dass das wirklich so eine BB-Cream ist. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen das hier geschickt bekommen. Die Erborian, Korean Skin Therapy Produkte. Da nehmen wir gleich die Foundation davon. Ich dachte, dass es eher so ein bisschen in diese Richtung geht, dass da die Pigmente aufplatzen. Ist jetzt hier nicht, aber es gibt so ein bisschen Deckkraft und ein bisschen Pflege bereitet die Haut ganz gut vor. Ich muss mich heute nämlich ein bisschen beeilen. Heute ist Samstag. Gestern kriegen wir um 11 Uhr eine Nachricht morgens, vormittags.
Hallo, wir würden heute kommen, Ihre Türen machen. Die waren gestern bis 21 Uhr da. Heute, jetzt kommen sie gleich um 8. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Und dadurch, dass sie die Türen ja aushängen, haben wir keine Türen. Wir haben jetzt die Tür hier nach unten. Hier ist ja katzenfreie Zone. mussten wir die Tür verschieben. Aber ein kleiner Kater hat gerade die Tür aufgebrochen. Also aufgeschoben. Okay, ich nehme jetzt mal hier diese Eborian BB Cream. Ich habe die gestern Abend einfach mal so spaßenshalber ein bisschen benutzt, um zu schauen, was die kann. Ich finde die Farbe, ist die Farbe Nude, so ein bisschen gräulich. Ich glaube, ihr seht das, ne? Aber da kann man vielleicht gleich ganz gut ein bisschen nacharbeiten mit den anderen Produkten. Wollt ihr jetzt einfach mal kurz hier mit reinnehmen. Aber ich glaube, ihr seht, dass ich nicht viel von der Eborian jetzt brauche, weil die Haut ja jetzt schon so ein bisschen ausgeglichen ist. Jetzt einfach nochmal so mit einem Schwämmchen hier rüber und blend das ganz aus. Ich habe übrigens recht viel bei Douglas bestellt. Ich habe nämlich auch noch L'Oreal Age Perfect Produkte gekauft. Ich dachte, dass hier bei uns ein Laden die Age Perfect Produkte in der eigenen Theke hat. Gab es nicht. Die Produkte sind auch fast alle in. Oh, das ist Flomar, eine türkische Marke. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Das ist nämlich alles made in Turkey. Ich nehme alles zurück. Vielleicht ist Flomar wirklich eine türkische Marke. Gefällt mir ganz gut. Es ist sehr. Also, mir ist die Farbe von dieser Eborian ein bisschen gräulich, aber wir kriegen das bestimmt gleich hin. Ich habe nämlich einen Concealer gekauft. Ich habe keine Foundation von Flomar gekauft, weil ich da einfach super unsicher war. Und ich auch die Aufteilung, aber das lag an Douglas, glaube ich, nicht so einfach zu verstehen fand. Manche Farben waren zusammen, dann war wieder eine eigene Produktkategorie mit einer anderen Farbe. Ich habe jetzt einfach einen Concealer gekauft. Das ist der Stay Perfect Concealer. In der Farbe 004. Füßchen ist sehr groß. Oh ja, die Deckkraft sieht sehr hoch aus. Wir blenden das Ganze mal ein. Der hat auch so einen leichten Rosy-Touch, was ich eigentlich immer ganz schön finde, um Augenringe zu kaschieren. Oha. Okay, die Deckkraft ist gegeben. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen hier. Ich glaube, das war gerade sehr eindeutig zu sehen, wie krass deckend dieser Concealer ist. Wobei ich das, also man sieht schon, dass der Deckkraft hat, aber die Textur ist sehr, 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 sehr wässrig. Also schon fast sehr flüssig. Die meisten Concealer sind ja eher so ein bisschen pastig oder so eine dicke Creme. Der war jetzt sehr, sehr flüssig. Wahnsinn. Okay, krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich finde das ja immer spannend, neue Marken zu entdecken, ne? Beziehungsweise, was heißt neue Marke? Das wird der Marke nicht gerecht. Flomar gibt es schon Ewigkeiten. Aber manchmal braucht eine Marke einfach Zeit, um nochmal in sich zu kehren und zu schauen, was wollen wir machen, vielleicht alles nochmal so ein bisschen zu überarbeiten. Mir hat jemand neulich in die Kommentare geschrieben, dass sie ganz beeindruckt von Art Deco war. Das wusste ich nicht. Also, ne? Ich kenne Art Deco auch noch nicht. So, also ich kenne Art Deco, aber so, dass ich die Produkte benutze, das natürlich auch noch nicht so lange. Und mir hat jemand geschrieben, dass es Art Deco schon mal gab und die Produkte wirklich, wirklich schlecht waren früher und sie dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und dann sind sie zurückgekommen und haben Knaller nach Knaller rausgebracht und alle Produkte irgendwie überarbeitet. Und seitdem ist das einer ihrer Favoriten-Brands, weil sie sehr viel bearbeitet haben. Und das fand ich ein ganz schönes Zeichen. Einfach auch Marken, die vielleicht vor 10 Jahren uns mal enttäuscht haben mit einem Produkt, denen nochmal eine Chance geben zu können, weil natürlich verändern sich Brands, natürlich verändern sich Formulierungen in den Produktionen. Da ist eine zweite Chance gar nicht schlecht. Okay, Concealer ist sehr, 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 sehr deckend. Ich kann den jetzt nicht so bei. Also mir gefällt der ganz gut. Der ist nicht so trocken, der sieht aber auch nicht so speckig aus. Den kann ich mir sehr gut als Lidschattenprimer vorstellen. Jetzt wird es gerade mal ein bisschen spannend. Ich habe hier nämlich ein Compact Powder in so einer Verpackung. Wir haben einen Spiegel und wir haben einmal das Produkt. Das ist, wir geben das jetzt mal kurz so ein bisschen grob rüber und fixieren damit das Make-up nur ganz leicht, dass es gleich nicht so fleckig wird. Ich muss trotzdem baken. Also ich sehe schon, dass der Concealer, der ist nicht leicht, ne? Der hat halt eine wässrige Basis, hat aber sehr viel Pigment und dadurch läuft sowas ganz schnell mal gerne in die Fältchen. Deswegen gehe ich hier mit ein bisschen Puder nochmal lang. Ja, das Compact Powder ist halt ein Compact Powder, ne? Es ist schon deckend und du kannst mit Sicherheit damit, ach wobei, warte mal, da ganz gut Deckkraft mit aufbauen. Ich mag die Farbe sehr gerne gerade, weil du damit einfach ein bisschen mehr Deckkraft hinkriegen kannst. Das hat ja auch eine Deckkraft. Das mache ich generell sehr gerne auch mit diesem Schätzchen hier von Manhattan. Das ist das Lasting Perfection Powder. Großartig, um einfach noch ein bisschen mehr Deckkraft reinzukriegen. Ich glaube, dass das etwas ist, um so ein bisschen zusätzliche Deckkraft hinzuzugeben. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja eine halbe sizilianische Maus. Und ich habe oft das Problem bei meiner Foundation Shade, dass die Untertöne nicht so ganz passend sind.
Bei Kiko beispielsweise habe ich das Problem gar nicht, weil es eine italienische Brand ist und sie ganz andere Referenzen haben. Flormar, wenn sie italienisch oder türkisch ist, ist ja auch eher ein bisschen mediterran. Deswegen ist das für mich persönlich sehr, sehr passend, weil es einfach so leicht rosa, aber auch ein bisschen oliv. Schon passend. Sehr, 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 sehr deckend. Ich bin beeindruckt. Und jetzt wird's wild, ihr süßen Mäuse. Wir haben nämlich als erstes das hier. Das ist das Baked Powder. Ja, viel steht nicht drauf, aber das hat mich so... Oh, krass. Das hat mich so ein bisschen an so ein Hourglass-Produkt erinnert, was so einen Hauch an Bewegung zurückgibt. Wir schauen uns jetzt mal meine Stirn an. Ich gehe hier rein. Ich bin der größte Baked Product-Fan, den es gibt. Ich habe es euch so oft schon gesagt. Wenn ihr die Wahl zwischen einem gebackenen und einem nicht gebackenen Produkt habt, nehmt immer das gebackene. Ich gehe damit jetzt einfach mal hier über meine Stirn und ja, Wahnsinn. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses NYX Baked Powder. Hat NYX ja auch so eins. Das ist ein sehr, sehr feines Puder, was aber so einen leichten Glow mit drin hat. Also du siehst nicht ein einziges Schimmerpartikelchen, aber du siehst so eine... Oh ja, oh ja, oh ja, das ist mein Produkt. Was liebe ich? Ich liebe so ein... Ne? Ich finde, bei Hourglass ist das Problem, dass mir da schon zu viel Glitzer mit drin hat. Hier erkennst du kein Schimmerpartikel, aber das hat irgendwas mit drin, was so ein bisschen lichtreflektierend ist. Es ist jetzt sehr, sehr plakativ. Wir probieren jetzt gleich ein bisschen mehr Dimension ins Gesicht zurückzugeben. Aber das hier gefällt mir jetzt vom ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das, da bin ich ja so eine große Maus von, eine große Fanmaus von bin, wenn ich keine Foundation trage, sondern einfach nur ein bisschen Concealer, bisschen die Haut ausgeglichen mit dem Rest, der noch am Pinsel ist, dass ich dann mit so einem Puder rübergehe, weil das optisch die Haut so ein bisschen diffust. Und da hast du ja keine Schwere im Gesicht, wir fixieren nicht mehr gewohnt. Das ist jetzt ein bisschen extra. Ne? Wir haben jetzt einen Bronzer, der recht warm ist. Wir haben einen Blushleiter, der aber recht dunkel ist, den ich in den Bronzer reingebe, um dann darüber einen Blush zu geben. Kannst du natürlich sein lassen, kannst du auch einfach gleich einen Blush nehmen. Aber das gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr Dimension in den Bronzer und ins Gesicht. So sieht der aus. Unglaublich schön. Shimmer Pink heißt die Farbe. Ich gehe leicht rein. Und baue mir den so ein bisschen in den Übergang mit rein. Das ist jetzt sehr viel Schimmer. Also ich hätte, glaube ich, den Blush von eben vielleicht nicht benutzen müssen. Ich brauche jetzt auch ehrlich gesagt keinen Highlighter mehr. Das ist mir ein bisschen viel. Von gerade sieht es süß aus. Und sobald ich mich drehe und das Licht auf diesen Highlighter trifft, vor allen Dingen hier auf der Seite, ist es viel. Ich würde entweder oder nehmen. Ne? Es sind natürlich zwei verschiedene Farben. Ist auch dasselbe Produkt. Ist gut. Aber ich bin eher reduziert, was das jetzt angeht. Ne? Also mir wäre das jetzt ein bisschen zu viel. Deswegen, den will ich jetzt gar nicht mehr benutzen im Gesicht. Ich swatche euch trotzdem. Auch das ist ein gebackenes Produkt. Morningstar heißt die Farbe, glaube ich. Ja, Morningstar. Hat so ein bisschen texturiert zwischen Blau, Pink, Bronze und Silbrig. Aber der sieht nicht ganz so krass schimmernd aus. Ah, wobei doch. Ist schon recht silbrig. Also den kann man sich vielleicht punktuell so ein bisschen auf die Nase setzen oder auf ein paar Highlights. Wenn ich das jetzt mache, sehe ich aus wie Dubai. Und das wollen wir nicht. Base, ziemlich, ziemlich spektakulär geworden. Concealer hat mir gut gefallen. Blush, also alle einzelnen Produkte sehr, 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 sehr gut. Zusammen ist es mir jetzt ein bisschen zu viel, aber ihr kennt das, ne? Ich probiere dann so viel es geht in mein Gesicht zu kriegen und dann wird es einfach ein bisschen too much. Favorit bis jetzt vom ersten Eindruck ist das hier. Einfach weil das ein Produkt ist, was ich halt immer wieder benutzen würde. Das wird auch gleich hier bleiben, weil ich diesen subtilen Glow ganz gerne mag. Ne? Es korrigiert ganz leicht die Hautfarbe durch diese Deckkraft, die da mit drin ist. Gibt dann aber Farbe zurück. Ich fixiere das Ganze einmal mit dem Miss Taff. Und dadurch erwachen diese gebackenen Produkte auch erst wieder zum Leben. Weil sie einfach dann diese Feuchtigkeit wie so ein Schwamm aufsaugen und dann richtig schön plump aussehen. Sehr, sehr nice. Während das Ganze einmal fixiert, wollte ich eine Sache schon mal auf die Lippen geben. Ich habe nämlich zwei Produkte für die Lippen gekauft. Und zwar haben wir hier den Sheer Up Lipstick in der Farbe Go for Bordeaux. Das ist so ein klassischer Lippenstift in einer schönen dunklen Bordeaux-Farbe. Ich glaube aber, dass sie so eine leichte Färbung nur haben. Ja, man muss erst das Siegel brechen. Oh, ist mehr Deckkraft als gedacht. Wow, es riecht sehr, 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 sehr gut. So ein bisschen nach Kirsche und so Kirschkuchen. Wahnsinnig schöne Textur. Sehr, sehr leicht auf den Lippen. Den hätte ich gerne nochmal in einer
neutraleren Farbe, die ein bisschen reduzierter ist, weil das ist schon wieder sehr laut. Ich habe auch gleich noch was anderes Lautes. Aber die Textur ist toll. Sehr, 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 sehr cremig. Auch den kann ich mir gut als Blush vorstellen. Ne? Das mache ich ja immer sehr gerne. Ist ja nicht so, dass wir schon genug Produkt im Gesicht haben. Aber durch diese leichte Textur sieht die Haut dann immer so ein bisschen frischer aus. Ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Wow, ich glowe aber heute wie so eine kleine Maus. Ohne, guck mal, das ist trocken, ne? Also das ist jetzt nicht speckig wie eine unfixierte Foundation, sondern es ist richtig, richtig trocken. Sehr, sehr schönes Lippenprodukt, mag ich gerne. Okay, die Lippen können sich einmal kurz beruhigen. Wir haben Lidschatten. Ich bin ja so eine Mono-Lidschattenmaus, ne? Ich habe mir rein aus sentimentalen Gründen einen, ja, ich würde ihn fast als weißen Mono-Lidschatten bezeichnen. Aber der ist so ein bisschen Perlmutt, ne? Krass. Den kann man bestimmt punktuell gut als Highlights benutzen. Hier über den Lippen oder um eine Cut Crease zu verziehen. Verziehen. Eine Cut Crease zu ziehen. Meine Güte, Maximus, das ist ja früher Morgen. Ich weiß, ihr hasst mich gleich, ne? Ich würde den am liebsten einfach nur auftragen. Das ist die Farbe Light Brown. Und ich liebe diese einfach ein Lidschatten aufs Auge. Ich habe zwar noch eine andere Lidschattenpalette, aber es ist halt fast dieselbe Farbe, ne? Also. Okay, wir haben hier so ein paar Töne, die sehr, also die sehen so ein bisschen reflektierend aus, haben jetzt aber nicht so einen krassen Schimmereffekt, sind aber extrem pigmentiert. Ich würde jetzt mal, damit ich nicht so viel Ärger bekomme, mit dieser Farbe hier anfangen und den als Transition Shade Tone benutzen. Oh ja, huhuhu, sind die gebacken? Einfach so als Transition Shade. Ich mochte die Farbkonzepte ganz gern. Es gab viele verschiedene, ich habe mich für Follow Your Heart entschieden. Die waren alle sehr romantisch. Gab aber auch ein paar spektakuläre Farben. Aber das ist halt im Moment so meins, ne? So diese kühlen, so eine alte, trocknete Pfingstrose. Sehr pigmentiert. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass die so ein bisschen. Also, ich bin ehrlich, ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung, was Lidschatten angeht, ne? Oft sind viele günstige Lidschatten sehr, 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 sehr pudrig und sehr, sehr weißlich. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen überrascht. Und deswegen habe ich auch den hier gekauft, weil das ist einfach ein gebackener Lidschatten. Ich verdunkle ganz leicht mit dieser Farbe hier. Im Prinzip, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt zwar ein bisschen Lidschatten tragen, ihr wollt aber nicht, dass euer Auge so zugedrückt aussieht, würde das schon reichen. Jetzt eine Mascara rauf. Es muss nicht immer, das ist so ein Irrglaube, glaube ich, den ich aber auch selbst oft bei mir erkenne. Es muss immer die volle Struktur sein. Eine Transition Shade, eine Farbe, um es zu verdunkeln, vielleicht sogar noch eine zweite Farbe zum Verdunkeln, dann ein Schimmerton, einen hellen Schimmerton vorne, einen mittleren auf der Mitte, einen dunklen nach außen, dann verblenden und das ist dann dieses, nicht 0815, wie heißt das, dieses ABC-Make-up gemacht hast. Muss gar nicht sein. Das reicht doch schon. Wenn du sagst, du willst ein bisschen Lidschatten tragen, machst du dir einfach nur die Transition Shade aufs Auge, ohne was anderes. Reicht völlig aus. Jetzt mit diesem hier. Und das ist meine Farbe. Der hat nämlich so einen leichten Schein mit drin. Der ist matt. Ich sehe jetzt keinen Schimmer. Hier ist sogar ein kleiner Spiegel. Der sieht aber aufgrund der Textur, dieser gebackenen Textur, so ein bisschen seidig matt aus. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass er krasser ist. Ist schon schön. Also ist jetzt nicht schlecht. Ich gehe jetzt hier in den Ton rein. Ja, ich dachte, dass er eher so ein bisschen pigmentierter ist. Reicht völlig aus. Auf die Entfernung finde ich es tatsächlich wirklich ganz süß. Es ist so ein bisschen reduziert, es ist jetzt nicht so spektakulär. An unteren Wimpernkranz würde ich jetzt nichts machen, weil ich finde, das macht die Augen immer ganz besonders klein. Und ich habe ja jetzt nicht die größten Augen. Deswegen nehme ich einmal schnell Mascara und habe einen sehr alltagstauglichen Look im Mäuse. Mag ich wirklich gerne. Ich finde, die Base steht schon eigentlich für sich. Also ich hätte jetzt gar nicht mehr viel im Gesicht gebraucht. Wir haben aber noch ein einziges Produkt, was ich sehr spannend fand. Ich glaube, das gab es so schon mal von NYX, was nicht heißt, dass Flormar das eine nachgemacht hat oder NYX das andere. Das ist einfach gang und gäbe in der Make-up-Industrie, dass dieselben Produktionen dieselben Produkte herstellen. Wir haben hier den Lightweight Lip Powder. Er liefert sie einen soft silky, einen seidig sanften Textur, die die Lippen umranden sollen. Made in Turkey. Okay. Sieht einmal so aus, könnte auch ein Concealer sein. Und du kannst hier hinten drehen. Ja, es kommt, es kommt, es kommt. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich habe die von NYX auch noch nie probiert, ne? Das fühlt sich so falsch an, weil das wirklich eine ganz weiche Textur ist. Eine unglaublich schöne Farbe. Was ist das für eine Farbe? Precious. Und sobald du die Lippen aufeinander drückst, fühlt es sich an wie Puder.
Aber es ist nicht so super matt. Man sieht so eine ganz leichte Reflexion. Die Textur fühlt sich sehr, sehr spannend an. Und es ist extrem pigmentiert. Auch den kann ich mir so ein bisschen als, wie ich mir immer alles als Blush vorstellen kann. Mir fällt selber auf, ich weiß. Kann ich mir gut als Blush vorstellen, einfach um so ein bisschen Pigment hinzukriegen. Aber ohne Glow. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Nicht nur, dass die Base unglaublich schön aussieht. Ich habe einen sehr einfachen, sehr schlichten Lidschatten-Look. Die Lippen haben mich jetzt gerade wirklich überrascht. Ne? Ich muss da die ganze Zeit im Bildschirm gucken. Es sieht gut aus. Es wird nicht. Ja, doch, vorbei, ne? Also es ist schon, so ein bisschen hält es schon was aus. Es sieht dadurch einfach sehr leicht aus. Es sieht so ein bisschen aus wie, finde ich schwierig, aber diese Lip-Tattoos. Also es gibt ja so, da lässt man sich Lippenstift tätowieren. So sieht das gerade ein bisschen aus, finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Base 10 von 10, da ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Lidschatten, würde ich jetzt sagen, gibt es auch in der Drogerie was Gutes. Aber wenn ihr so eine neue Textur mal ausprobieren wollt, diese gebackenen Produkte und recht günstig, ne? Ist das wirklich eine gute Brand? Vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit der Brand gemacht, dann schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.